Achtsamkeit und Neugier. Neugier ist eigentlich keine Geistesqualität, die man jetzt üblicherweise betont oder durch Meditation schult. Gemeint wird auch sein, dass wir einfach während der Achtsamkeitspraxis so ein bisschen neugierig sind, wie nachfragen, was da eigentlich wahrzunehmen ist, zu spüren ist, wie eigentlich unsere aktuelle Gemütsverfassung ist. Da gibt es so ein kleines Element, das nötig wäre, um da wach und eben neugierig zu sein beim Betrachten des Körpers, der Atmung und des Geistes. Darum soll es gehen. Im Grunde ist es einfach Achtsamkeitsmeditation, ein bisschen im Satipatthana-Stil, mit etwas mehr Neugier auf das, was wir da eigentlich entdecken können. Unser Text heißt Achtsamkeit und Geistesruhe. Geistesruhe ist jetzt nicht so direkt unser Thema, Shamatha, aber irgendwie führt natürlich die Achtsamkeitsmeditation auch zu etwas mehr geistiger Ruhe. So, dann lesen wir oder hören wir das erst einmal. Entwicklung einer geeigneten Motivation für die Meditationsübung. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Geistesruhe zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer, geduldiger und freundlicher sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Vor uns liegen nun etwa 40 Minuten Meditation. Wir teilen die Sitzung in zwei Teile ein. In der Mitte machen wir eine kurze Pause. Und am Anfang könnten wir durchaus etwas neugierig sein auf die Zeit, die wir nun haben. Frisch motiviert, in Meditation zu sitzen, noch nicht so recht wissen, was sein wird, wie die Erfahrungen, die Zustände sein werden, die auftauchen, aber eben daran interessiert, Körper und Geist mit freundlicher Achtsamkeit zu betrachten und dann zu erleben, was geschieht.
Und so haben wir uns in einer geeigneten Körperhaltung hingesetzt. Und wenn wir schon des Öfteren an diesen Meditationen in diesem Stil teilgenommen haben, dann haben wir gehört, dass empfohlen wird, nach unten hin geerdet zu sitzen, nach oben hin aufgerichtet, eine wachsende, weckende Art und Weise und zugleich sehr entspannt dabei zu sein, nicht notwendige Spannungen auch zu entlassen. Und so könnten wir immer wieder, wenn wir eine Sitzung wie diese beginnen, etwas neugierig nachforschen, wie sich diese Qualitäten in unserer Haltung tatsächlich zeigen können. Geerdet, aufgerichtet und entspannt zugleich zu sein. Wir dürfen auch alle Aktivitäten hinter uns lassen oder auch denen, die heute noch vor uns liegen, sie noch nicht vorwegnehmen, vielleicht tatsächlich für einige Zeit, also die Zeit, die wir hier sitzen, sie gar nicht zum Thema machen. Allenfalls, dass wir uns etwas motivieren, dass unsere Praxis auch uns hilft, in den Tag hineinzugehen, die Qualität der Achtsamkeit jetzt zu erwecken, damit sie uns zur Verfügung steht, auch in vielen anderen Lebenssituationen. Ja, so in der Art. Dann haben wir vermutlich längst wieder die Atmung im stillsitzenden Körper bemerkt. Wir könnten uns nun mit so etwas wie neugieriger Achtsamkeit unserer Atembewegung zuwenden. Und erst einmal nachschauen und erforschen, wo sich die Atmung im Körper zeigt, wo wir sie spüren können. Den Luftzug an der Nasenspitze oder bei den Nasenöffnungen. Die Luftröhre in den Brustkorb.
Der Brustkorb weitet sich und zieht sich dann auch wieder etwas zusammen. Bei der Ausatmung versuchen wir interessiert zu entdecken, wie die Atmung sich gerade ereignet und wie sie sich anfühlt. Im Satipatthana Sutta, der Lehrrede über die Achtsamkeit, heißt es, die oder der Meditierende möge nachschauen, welche Qualität die Atmung gerade hat. Ist sie lang oder kurz, tief oder flach? Sind die Atembewegungen ausgeglichen oder atmen wir vielleicht länger ein als aus und so weiter? Also die Achtsamkeit fragt nach und forscht ein bisschen, wobei das Objekt, was wir betrachten, sehr einfach ist, einfach die natürliche Atmung. Und dann haben wir vielleicht schon mal so eine Anleitung gehört oder geübt, wie nun atme auch in andere Körperregionen hinein. Atme in die Füße, in die Hände, in die Beine, in die Arme hinein, in deinen Bauchraum, in die Organe. Und vielleicht könnten wir mal neugierig erforschen, wie es wäre, wenn wir tatsächlich wahrnehmen könnten, dass der Atem auch in andere Körperregionen hineinwirkt. Wir könnten es vermutlich nicht so direkt wahrnehmen wie im Bereich Brustkorb, Lungen, Luftröhre, Luftzug. Es ist vielleicht auch eine Vorstellung, dass der Atem bis in die Füße hineingeht und auch wieder herauskommt
oder in die Hände und wieder herauskommt. Aber wir könnten mal neugierig erforschen, wie das ist, wenn es so wahrnehmbar wäre. Denn es gibt eine Anleitung und sie kann zur Erfahrung werden, dass der Atem wirklich die Achtsamkeit ist, als würde die Achtsamkeit atmen und wir somit die Achtsamkeit in die verschiedenen Körperregionen hineinwirken, hineinbringen können. Ganze Körper atmet.
In etwa die Mitte der Sitzung. Wir könnten uns etwas lockern, um dann nochmal etwa 20 Minuten weiterzusitzen. Neugier ist auf Deutsch kein so schönes Wort, wenn man es wörtlich nimmt. Neugier. Auf Englisch ist es Curiosity. Es klingt irgendwie anders. Wir meinen hier eine freundliche Neugier, fast ein bisschen humorvoll, die etwas Forschendes, Fragendes hat, es aber auch leicht nimmt, nicht zu ernst, gespannt ist auf die Antwort, die sich findet. Einfache Antworten aber nur möchte, keine komplizierten. Schönes Wort, was in manchen Übersetzungen fällt, ist nachschauen. Schau nach dem Körper, schau nach, was die Atmung gerade macht. Schau nach, was sich gerade im Gemüt ereignet. So in dem Sinn. So wie wenn man mal zum Fenster rausschaut, um genauer sehen zu können, was sich gerade dort vor dem Fenster abspielt. Jetzt schauen wir in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr nach Empfindungen und unserem Geisteszustand. Wieder in der Sitzhaltung, Meditationskörperhaltung angekommen. Der Atem bewegt sich wieder ganz natürlich und wir sind auch irgendwie immer noch mit ihm verbunden. Könnten wir mal nachschauen, was da eigentlich gerade für Empfindungen sind, was wir gerade spüren? Gibt es Körperempfindungen? Und die sind vermutlich an verschiedenen Körperstellen unterschiedlich und auch von unterschiedlicher Art. Manchmal sind uns Körperempfindungen lästig und sehr unangenehm. Andere wiederum sind sehr angenehm. Und wir bemerken auch diese Qualität, die vielleicht die eigentliche Empfindung ist, die diese innere Reaktion schon auf das, was da ist, als Gefühl. Und oft übersehen oder ignorieren wir ein bisschen, was wir gerade fühlen, oder machen eine große Sache draus. Jetzt sitzen wir einfach hier in unserer Achtsamkeitsmeditation und schauen mal nach, was wir gerade empfinden und wie es sich anfühlt. Wir möchten gerne wissen, was wir fühlen.
nicht getrennt sein von Gefühlen. In den Achtsamkeitslehren, aus denen solche Anleitungen ursprünglich stammen, wird einerseits scheinbar darauf hingewirkt, dass der meditierende Mensch sich bewusster dessen wird, was gerade da ist, in Bezug auf den Körper, den Atem, die Empfindungen, die eigenen Geisteszustände. Aber dann auch dabei sehr ausgeglichen wird und nicht das eine ergreift und festhält und das andere unbedingt loswerden möchte, sondern dass die Achtsamkeit eine Qualität von gleichmütiger Ausgeglichenheit bei intensivierter Wahrnehmung entfaltet. Das ist in gewisser Weise ein Balanceakt, der hier geübt wird. Einerseits intensivieren, tiefer wahrnehmen, spüren, sehen, was da ist, und dann aber auch nicht sich darin verfangen. Ergreifen oder ablehnen, haben wollen, nicht haben wollen. Wiederum ohne zu ignorieren, was da ist. Wissen, was da ist. Sehen, spüren. Und um diese Qualitäten zu entdecken, brauchen wir eine gewisse Neugier. Curiosity. Schauen wir mal nach dem Geist. Was ist gerade in unserem Gemüt los? Dann hören wir solche Anleitungen oder geben sie uns selber, wenn wir selbstständig üben. Was passiert jetzt in unserem Innenleben, im Gemüt, im Geist? Dazu brauchen wir jetzt vermutlich wieder Stille, um das eigene Erleben zu betrachten, nicht nur zu hören, was uns empfohlen wird.
Bei allen Meditationen, die wir üben könnten, treten immer wieder Ablenkungen auf. Oder wir werden müde, träge, sind plötzlich wieder mit etwas ganz anderem beschäftigt. Betrachten wir auch die Natur dieser Ablenkungen, dieser Abschweifungen kurz mit Neugier. Ah. Das ist wieder eine Ablenkung. Und wenn wir weiter üben möchten und noch etwas Zeit haben, dann bringen wir den Geist wieder zurück in die achtsame Betrachtung des wirklich momentanen, momenthaft auftauchenden Geistes, also der Geistesinhalte, die jetzt in den Momenten auftauchen. Wir können uns Gedanken sogar ein paar Ablenkungen wachhalten. Dieser träumende, denkende, umherschweifende Geist, das ist unser Geist, den wir betrachten. Aber es gibt auch einen sehr momenthaften Geist, in dem eine gewisse Einfachheit und Klarheit auftaucht, die sich nicht so sehr wegbewegt vom Unmittelbaren. Doch das wäre interessant zu erforschen. Wie ist das dann, wenn wirklich der Geist zur Ruhe kommt, ganz in einer Präsenz findet? Was ist Präsenz? Geistesgegenwart. Wie kann sie erlebt werden?
Und wenn wir so eine Weile nach dem Gemüt, dem aktuellen Gemütszustand, Geisteszustand Ausschau gehalten haben, neugierig, und zumal es jetzt allmählich auf das Ende unserer Meditationszeit zugeht, könnten wir dann auch mal wieder zurückschauen oder einen Schritt zurückgehen und wieder mal nach dem Körper schauen. Was macht der Körper jetzt? Wie sitzt er da? Wie ist jetzt die Atmung? Gibt es Empfindungen? Im Körper oder auch geistige Empfindungen, etwas, was wir mental spüren. Denn wenn wir gleich unsere Meditation beschließen, hätten wir die Möglichkeit, mit all diesen Ebenen unseres Erlebens, Seins in einem bewussteren Kontakt zu sein oder immer wieder mal mit der einen oder anderen Modalität Kontakt aufzunehmen. Körper, Atem, Empfindung, Geisteszustand. Und dann können wir auch die Achtsamkeit ausdehnen auf andere, an ihnen interessiert sein, an der Welt, die uns umgibt, den Dingen. Was es auch sein mag, interessiert sein, einen frischeren Geist der Neugier und Entdeckungslust bewahren. Neugierig, achtsam sein auf den Kontakt mit anderen. Vielleicht danach, wie heute unser Kaffee schmeckt oder unser Tee. Wie es sich anfühlt, Schritte zu setzen oder etwas anzufassen. In der Sonne zu sitzen oder frische Luft zu atmen. Wäre erfreulich als Resultat, wenn unsere Achtsamkeitsmeditation unsere Neugier, unser Interesse am Erleben weckt, aber auch gleichzeitig weiß, ich übe mich in Ausgeglichenheit. Es geht nicht nur darum, Sinneslust zu stärken, sondern auch innere Ausgeglichenheit dabei zu bewahren. Hören wir achtsam drei Töne von der Klangschale. Mit guten Wünschen und einer Widmung abschließen. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen
und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.